Eine neue Woche, ein neues Video. Schön, dass du wieder da bist und zuschaust. Dich interessiert die Technik, das Equipment oder die Skills hinter einem YouTube-Video? Dann wird dieses Video definitiv spannend für dich, also bleib dran und mehr gibt's nach dem Intro. Let's go! Here we go! Wie gesagt, dieses Video richtet sich an alle Technikbegeisterten oder die, die es noch werden wollen und auch an all jene, denen vielleicht die Idee eines eigenen YouTube-Channels im Kopf herumschwirrt, die aber noch nicht so richtig wissen, wie, wo und was anfangen. Und genau diese Fragen klären wir jetzt ab. Um vorweg gleich mal eines klarzustellen, wir sind vieles, aber lange, lange noch nicht perfekt. Aber das kommt alles mit der Zeit, man wird mit jedem Video besser und man darf einfach eines nicht, die Geduld verlieren und aufgeben. Unseren Kanal haben wir im März 2021 gestartet mit dem Tag unserer gemeinsamen Reise. Also wir haben das eigentlich von Anfang an dokumentiert und versuchen euch immer Woche für Woche neue Einblicke zu geben, euch durch unsere Experiences ein bisschen mitzunehmen, euch einen Mehrwert dazulassen und einfach Tipps und Tricks zu verraten, die wir am Anfang selbst gerne gewusst hätten. Und wenn wir nun zurückblicken und uns unser erstes Video anschauen, müssen wir immer ein bisschen schmunzeln, denn man merkt selbst einfach, wie man mit der Zeit besser wird und da ist man auch dann wirklich happy drüber, wenn man die Fortschritte an sich selbst erkennen kann. YouTube war vor allem für mich am Anfang absolutes Neuland, genauso wie das ganze Equipment, geschweige denn, wie man die ganzen Geräte bedient, miteinander verbindet und so weiter und auch, wie man in der Post-Production ein Video dann schneidet und bearbeitet. Ich hatte davon absolut keine Ahnung. Mittlerweile, ja, sage ich, ich kenne mich ziemlich gut damit aus. Es kann jeder lernen, man muss es einfach nur wollen. Der Mario zum Beispiel hat da ganz andere Erfahrungen schon mitgebracht. Für ihn war das Sprechen vor der Kamera jetzt nicht so das Problem. Was wolltest du sagen? Ich habe vergessen. Danke fürs Zuschauen! Genauso wie das Sprechen in die Kamera vor anderen Menschen, das war ihm relativ egal. Man hier, ja. Das musste ich für meinen Teil am Anfang ziemlich lernen. Wir haben den Kanal vor allem als Freizeit bzw. als Hobby gestartet, weil es uns Spaß macht und weil wir einfach für uns selbst am Anfang unsere Reise ein bisschen dokumentieren wollten. Mittlerweile ist es aber so, dass wir gemerkt haben, dass wir euch damit auch ein bisschen weiterhelfen können und das freut uns natürlich extrem. Und ja, deswegen haben wir uns auch für Videos entschieden, die jetzt nicht unbedingt mit Reisen zu tun haben. Deswegen wollen wir euch heute mal ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, welches Equipment wir haben, wie wir was verwenden. Und solltet ihr Fragen haben, bitte schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir werden sie gerne für euch beantworten. Auch wenn ihr gerne ein Video sehen wollt, wie wir unsere Videos speziell machen, schreibt es uns gerne unten rein. Wenn die Nachfrage dafür da ist, werden wir dieses auf alle Fälle für euch in den nächsten Wochen noch machen. Starten wir gleich los mit Punkt Nummer 1 und zwar, du willst deinen eigenen Channel starten, deine eigenen Videos drehen. Was brauchst du dazu? Ganz einfach und zwar nicht zu viel nachdenken. Du brauchst einfach einmal einen Namen für deinen Kanal, am besten mit einem Wiedererkennungswert, am besten genauso wie du auf Instagram oder deinen anderen Social Media Kanälen heißt, so wirst du auf alle Fälle leichter gefunden. Neben deinem Namen brauchst du vielleicht dann auch noch ein cooles Logo bzw. einen Banner für deinen Kanal. Und wenn du selbst jetzt nicht unbedingt weißt, wie man das macht, es gibt schon so viele Möglichkeiten und es gibt auch ganz tolle Seiten, die das dir deine Logos bzw. deine Banner erstellen. Diese blenden wir euch natürlich auch unten ein, die Seite. Da haben das wir zum Beispiel gemacht und sind absolut zufrieden mit unserem Ergebnis. Es gibt schon so viele Möglichkeiten, wo du das selbst machen kannst. Zum Beispiel, wir verwenden für die ganzen Sachen, was YouTube, Thumbnails, Insta-Stories und so weiter angeht, die Seite Canva. Wir blenden euch das in der Infobox unten noch ein. Wenn du das alles hast, dann startest du mal, lädst das alles hoch und was dann noch fehlt, ist dein erstes Video. Nächster Punkt, was musst du können? Ich sag dir gleich eins, denk einfach nicht zu viel nach. Schieß einfach mal drauf los. Es ist oft einfacher, als man sich das denkt und umso perfektionistischer man sich das Ganze im eigenen Kopf macht, desto schwieriger ist es dann und umso mehr steht man sich dann selber auch im Weg. Das war vor allem bei mir am Anfang ein großes Problem und das ziemlich lange, muss ich sagen. Aber seitdem ich einfach mehr drauf losrede, nicht so viel nachdenke, ist es definitiv auch einfacher.
vor allem wenn es am Anfang oft 10 oder 20 Anläufe braucht, bis du eine Szene im Kasten hast. Don't worry, glaub mir, es gibt Tage, da passiert uns das selbst nach einem dreiviertelten Jahr Videos machen immer noch. Manchmal findet man einfach nicht die richtigen Worte, auch wenn man das Skript vor seinen Augen liegen hat. Es will einfach nicht funktionieren und da rate ich dir einfach, mach eine kurze Pause. Vor allem auch, wenn du mit der Kamera jetzt draußen unterwegs bist und dich die Menschen von oben bis unten mal mustern und dich komisch anschauen. Mach einfach dein Ding, zieh es durch. Es wird sich am Ende lohnen. Die Menschen schauen einfach nur deshalb so komisch, weil es einfach nicht alltäglich ist, dass da jemand jetzt mit einer Kamera und einem Gimbal rumläuft und da reinredet. Es ist alles normal, man gewöhnt sich daran und dir muss einfach egal sein, was die Leute von dir denken. Mach einfach dein Ding und du wirst sehen, es wird gut werden. Hab Spaß an dem, was du machst. Wenn der Spaß da ist, dann funktioniert alles gleich nochmal leichter. So, nächster Punkt. Wie spreche ich in die Kamera? Ja, hier gilt das Gleiche. Denk einfach nicht zu viel nach. Probier aus, wie es für dich am besten passt. Für uns ist es auch immer wichtig, dass wir ungefähr wissen, über was wir reden wollen, beziehungsweise welche Punkte wir ansprechen wollen. Die ersten Videos haben wir zum Beispiel ohne Skript gemacht oder nur so 0815 mit ein paar Stichworten. Wenn man dann aber am Ort angekommen ist, wo man das Video dann machen will, so vieles kommt zusammen, wo man dann oft vergisst, was man alles machen wollte. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach hergeht und sagt, ich habe hier mein Skript, da steht alles drauf, was ich wissen muss und so geht man dem Fehler aus dem Weg, dass man irgendetwas vergisst. Nächster Punkt, welches Equipment brauche ich, wenn ich meinen eigenen YouTube-Channel starten will? Du hast ein neueres Smartphone, du hast einen Selfie-Stick, that's it, viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Wenn du etwas mehr haben willst, ich zeige es dir jetzt da kurz. Am Anfang reicht dir zum Beispiel ein Selfie-Stick, das Smartphone, das habe ich jetzt hier in der Hand, deswegen siehst du es nicht. Ein PC, in dem Fall habe ich hier das MacBook, Kopfhörer, damit du beim Bearbeiten was hörst. Ich habe am liebsten die In-Ears, am besten ist es mit Over-Ears, aber die habe ich nicht, deswegen mit denen. Eine Festplatte, wo du alles speicherst. Ein Buch, wo du dir dein Skript aufschreibst und das ist eigentlich alles, was du am Anfang für ein Video brauchst. Wenn du noch etwas besser sein willst, dann kannst du dir auch gerne so einen Gimbal holen. Das ist jetzt der von Sion, der M2. Ist eben auch für Smartphone, ich habe nur die Halterung jetzt nicht, ja. Das ist natürlich ein Gamechanger. Da merkt man den Unterschied so extrem zum normalen Selfie-Stick, weil einfach das alles viel smoother wird. Ich zeige dir dann noch ein kleines Beispiel in Folge des Videos. Das ist am Anfang eigentlich alles, was du brauchst. So, ich habe mal umgeswitcht und hier siehst du die Kamera vom iPhone 12 Pro. Du brauchst im Prinzip am Anfang keine Kamera, es reicht das Smartphone, wenn du ein neueres hast. Die sind schon sehr, sehr gut von der Qualität her. Wenn du das Ganze dann ins nächste Level bringen willst, dann holst du dir einfach eine Kamera. Wir haben hier zum Beispiel eine Kompaktkamera und zwar die Sony CV1. Die passt überall rein, die hat eine tolle Qualität. Zum Vloggen ist sie perfekt, sie ist auch nicht so schwer. Ich zeige sie euch dann auch noch einmal am Gimbal. Kommen wir dann gleich zum nächsten und zwar zu unserem Stativ. Das ist auch immer mit dabei, auch wenn es ein bisschen schwerer ist, aber das ist super. Wir haben das von Benro. Die genaue Bezeichnung blende ich euch dann in der Infobox bei den Links natürlich noch ein. Aber das ist auch sehr cool, kann man gut zusammenlegen und passt perfekt in unseren All-in-Rucksack. Und zwar haben wir den von Lowe Pro und zwar ist das Modell der Pro Tracker 350. Wir verlinken euch den aber eh noch in der Infobox. Also da haben wir wirklich unser gesamtes Equipment drinnen. Tripod für die Cam, Kamera, Ersatzakkus, SD-Karten, Rode Mikro, Action Cam, Ersatzakkus für die Drohne selbst, Mikrofon für die Kamera, dann nochmal das Ersatzlicht, das externe. Hier hinten haben wir noch unseren Gimbal. Da haben wir dann noch Ersatzequipment, Drohnenflügel, kleines Werkzeug, ein paar Ersatzkabel. Dann hat er ganz vorne noch ein tolles Fach, wo man den Laptop reinbekommt. Also das MacBook Pro mit den 13 Zoll passt da perfekt rein. Handy, da haben wir noch USB-Sticks, unser Kabel-Storage, alles was man so braucht. Ja, da vorne kann man separat noch was reingeben. Auf der Seite hat er eine tolle Tragefunktion auch noch. Da kann man zum Beispiel das Stativ ganz super reinschnallen, wenn man irgendwo im Gelände unterwegs ist. Seitlich hat er da auch noch eine tolle kleine Seitentasche. Den haben wir jedes Mal oder immer, wenn wir irgendwo hinreisen, hinfahren. Der ist immer mit dabei und das ist eine richtig, richtig tolle Investition gewesen.
Hier könnt ihr unser Equipment sehen, was wir immer verwenden. Am meisten in Verwendung haben wir eben unsere Drohne, unseren Gimbal, unsere Mikrofons. Die GoPro haben wir eigentlich nur in Verwendung, wenn wir irgendwo sind, wo Wasser ist oder wo es extrem sandig ist, vor allem in der Wüste. Da hat die Sony mit dem Objektiv natürlich nichts verloren. Da ist alles dann dreckig und funktioniert mit der Zeit dann nicht mehr. Da haben wir auch noch unser Cage drauf, dass wir ein externes Licht noch dazu machen können und auch diverse andere Sachen noch anschrauben können. On top unser Rode Wireless Go 2. Was auch da dabei ist, das ist das Weitwinkelobjektiv von der Firma Ulanzi und ist ein absoluter Gamechanger. Zeige ich dann den kleinen Unterschied. Mit dieser Kamera kann man schon mal sehr viel machen, vor allem jetzt, wenn man viel unterwegs ist, wenn sie klein und handlich ist, absolut zu empfehlen, die Sony CV1. Was wir auch viel in Verwendung haben, das ist der Sony Bluetooth Handgriff, den man hier auch verstellen kann. Und hier kann man auch das Ganze, wo die Kamera drauf ist, noch drehen. Es gibt wie bei den anderen Dingen auch ganz tolle Tutorial-Videos auf YouTube, schaut sie euch an. Die haben mir auch extrem weitergeholfen. So, da haben wir ein Herzstück von mir. Das ist der Gimbal von Sion, der Crane M2. Mittlerweile lieben wir den ganz heiß. Denn man merkt einfach, ob man einen benutzt oder nicht. Wir haben zum Beispiel einige Videos ohne diesen Ding gemacht. Da hatten wir nur unseren Handtripod von Sony. Ist auch nicht schlecht, aber man merkt einfach, die Verwacklungen sind mit dem um ein Vielfaches besser. Und zwar werde ich euch jetzt den Gimbal mit der Kamera einmal ausbalancieren im Schnelldurchlauf. Und glaubt mir, es geht mit der Zeit absolut easy. Man muss am Anfang einfach geduldig sein. Und ihr seht, die Kamera ist perfekt balanciert. So, noch etwas, was wir uns in unser Equipment geholt haben, das ist die GoPro Hero 9. Auch ein sehr, sehr cooles Teil, mit der waren wir zum Beispiel ganz, ganz viel in Mexiko unterwegs. Wir haben uns hier auch noch diesen Media Mod dazu geholt. Auch ganz toll, der ist zwar nicht wasserfest, aber sonst für den Gebrauch, wenn es trocken ist, sehr, sehr gut. Wir haben dann auch noch Ersatzakkus, die relativ schnell leer werden bei der GoPro. Was haben wir noch? Den ganz normalen Selfie-Stick von der GoPro. Aber was zu sagen ist, die GoPro passt auch auf den Gimbal hier rauf. Da wir die aber eigentlich immer nur in Verwendung haben, wenn wir irgendwo sind, wo Wasser ist, haben wir den mit der GoPro selbst noch nie verwendet, aber es funktioniert auf alle Fälle. So, als nächstes haben wir hier unser Mikrofon oder zumindest eines davon. Das ist das kleine von Rode. Mittlerweile haben wir ein bisschen aufgerüstet und zwar auf das Rode Wireless Go. Da haben wir zwei Sender. Einen habe ich gerade an meiner Bluse. Den anderen seht ihr da und da oben haben wir dann den Empfänger, auch eine super Investition gewesen. Dann haben wir hier noch ein externes Licht, was wir vor allem verwenden, wenn wir jetzt am Abend vielleicht irgendwie drinnen etwas aufnehmen oder einen Raum, wo wir jetzt nicht so eine wirklich tolle Belichtung haben, ist dieses Licht eine sehr, sehr gute Variante, um das auszugleichen. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Das Coole ist, man kann da das Licht verstellen, wenn es kühl sein soll oder eben, wenn es ein bisschen wärmer sein soll. So, wenn es jetzt nach von Equipment her schon ein bisschen mehr sein darf, dann empfehle ich euch auf alle Fälle, holt euch eine Drohne. Das ist eines unserer Herzstücke in unserem ganzen Equipment. Glaubt mir, ich habe am Anfang absolut überhaupt keinen Plan gehabt, wie man das ganze Teil bedient, wie man damit fliegt. Hatte Angst, irgendwo überhaupt zu fliegen, hatte Angst, wenn irgendjemand in meiner Nähe war oder irgendwelche Menschen mich angeschaut haben, was ich da mache. Ich sage euch eines, dieses ist eine absolute Aufwertung für euer Video. Das ist so gewaltig, was man mit der alles einfangen kann, was man alles machen kann mit den diversen Modis. Wir zum Beispiel haben die DJI Mavic R2. Sie sieht schon etwas mitgenommen aus, ihr seht es. Wir hatten schon den ein oder anderen Crash. Wir haben hier zum Beispiel die Fly More Combo genommen, gleich mit Ersatzakkus, denn mit einem Akku schaffen wir es ja ungefähr eine Viertelstunde, dann ist der over. Wenn man jetzt eine Drohne mit dabei hat, ist es ab und an so, dass man auch Probleme bekommen kann, wenn man das Ding nicht registriert hat. Also wenn du als Tourist nach Dubai einreist, du deine Drohne nicht registriert hast auf deinen Namen, kann dir ganz schnell passieren, dass sie dir die Drohne am Flughafen bei Einreise gleich abnehmen. Also wir wurden bisher jedes Mal kontrolliert, wenn wir mit dem Ding eingereist sind und waren wirklich froh, dass wir das registriert haben. Ansonsten ist die Drohne wirklich einfach weg. In Mexiko zum Beispiel hat es niemanden interessiert, ob wir eine Drohne im Rucksack hatten oder nicht. Das hat kein Mensch was gesagt. Auch in Österreich wurde ich nicht kontrolliert, was das Ganze angeht.
Ich empfehle euch auf alle Fälle, schaut, dass ihr die Drohne versichert habt, registriert habt, am besten auf euren Namen, dann kann euch da eigentlich nichts passieren. Es gibt diverse Orte, da ist absolutes Drohnenflugverbot, das ist ganz klar in der Nähe von einem Flughafen, Militärgebiet, Radiosendestationen und so weiter. Da ist klar, da hat die Drohne dann auch nichts verloren. Was man auch noch haben sollte, wenn man dann mehrere Akkus hat oder mehrere Speicherkarten hat, so eine Bag für die SD-Karten, eben für die Ersatzakkus mit den Ladegeräten. Da mache ich zum Beispiel alle Akkus, die schon leer sind, automatisch da rein. Dann weiß ich ganz genau, okay, da habe ich die vollen und die müssen geladen werden. Also das ist auch ein ganz cooles Ding. Den Link findet ihr auch wie bei den anderen Sachen in der Infobox. Auch noch ein Must-Have, was man haben sollte, wenn man jetzt Videos produzieren will, und zwar externe Festplatten. Wir haben hier die von Samsung, der Link, der ist auch wieder in der Infobox. Einmal mit 1 TB, einmal mit 2 TB, das reicht uns jetzt gerade noch aus. Ergänzungen zu den PC-Steckern für USB, USB-C, Speicherkarte, das ist jetzt ein bisschen älterer, mit 1 Stecker. Das ist dann ein neuerer, der was auch schon die Mini-SD drinnen hat. Der hat allerdings 2 Stecker, kann umständlich werden, wenn ihr Video bearbeitet und dann nur eine Festplatte anstecken könnt, beziehungsweise kein Ladekabel einstecken könnt, dann müsst ihr aufpassen. Der ist ab und an nicht so toll, aber für die Mini-SD absolut zu empfehlen. Link wie immer auch in der Infobox. Ja, das war's mit dem Equipment. Wie gesagt, ihr findet die Links der einzelnen Equipment-Sachen direkt unten in der Infobox. Solltet ihr Fragen zu den diversen Sachen haben, bitte schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir helfen euch gerne weiter damit. Und ja, das ist jetzt der Auszug aus dem Equipment, was wir bis jetzt verwendet haben für unsere Videos. Ich denke, wir sind damit schon sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt natürlich nach oben hin keine Grenzen, ob man jetzt eine zweite Kamera haben will. Die diversen Objektive, man kann das noch so vielfältig erweitern. Zur Post-Production vom Video vielleicht noch ganz kurz. Ich schneide die Videos alle im iMovie. Das ist ein Programm, das auf den Apple PCs schon vorinstalliert ist und das auch speziell für Einsteiger super geeignet ist. Man kann damit sehr tolle Videos machen. Es gibt auch die diversen Features, die man da herauskitzeln kann, auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Gerade am Anfang sollte man sich mit dem iMovie mal gut vertraut machen und da die ganzen Features austesten und probieren. Und wenn man das dann gut beherrscht, kann man dann ins nächste höhere Level steigen. Ich persönlich bin immer noch beim iMovie und ich sage, ich will da zuerst richtig gut werden und dann nehme ich das Wissen, das ich da bis jetzt gesammelt habe, mit und gehe dann zum Beispiel in ein Final Cut Pro über. Das war's mit dem heutigen Video. Sollte euch irgendetwas noch spezieller interessieren oder habt ihr Fragen zu den diversen Dingen, bitte schreibt sie uns einfach gerne in die Kommentare. Wir werden sie für euch natürlich gerne beantworten. Ja, somit wünsche ich dir oder euch viel Spaß beim Drehen und Erstellen eurer ersten Videos. Wenn du vielleicht durch unser Video den Mut gefasst hast und einfach die Entscheidung getroffen hast, ich mache meinen eigenen Kanal, ich drehe mein erstes Video, ich probiere es einfach mal aus, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen, wir würden uns sehr darüber freuen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass uns gerne deinen Daumen da, über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen und vergiss vor allem nicht die Glocke zu läuten, damit du die nächsten Videos von uns nicht verpasst. Danke, dass du da warst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.